Ein Problem, wenn man nur schwarze Klamotten anhat, ist, wenn man mit Kreide schreibt, dass man immer irgendwelche Kreideflecken auf den Klamotten hat. Das ist echt furchtbar. Deswegen hatten früher die MathematikerInnen ja auch so weiße Kittel an, genauso wie die Chemikerinnen oder die Physiker und so weiter. Wegen der Kreidefleck. Oder sie hatten eine Waschmaschine, genau. Die beiden Möglichkeiten gibt es. So, okay. Was wir auch die ganze Zeit über intuitiv verwendet haben, aber nie richtig definiert haben, ist die Potenz eines Gruppenelements. So, und zwar, wir wollen ja nicht immer schreiben, A verkettet mit A, verkettet mit A, verkettet mit A. Das ist irgendwie blöd. Das ist sehr mühsam. Man möchte eigentlich gerne schreiben, A hoch K, wenn ich K A's miteinander verkette. Und genau das macht eigentlich die Potenz, nur eine verkürzte Schreibweise, ne? Also, für jedes A-Element G von so einer Gruppenträgermenge, ne? Und jedes N-Element N. Element N oder Element Z? Ah ja. N, okay. Wird festgelegt. Erstens, A hoch 0. Was könnten wir festlegen bei A hoch 0? Was soll bei A hoch 0 rauskommen? Ja, Idee. Also, oder das neutrale Element. Ne? Das bezeichnet man ja oft als E, als 1-Element oder so. Genau. Dann müssen wir rekursiv, also es ist eine rekursive Definition. Ne? A hoch n plus 1, wie könnte man das definieren? Also wir legen fest, a hoch 0 ist das neutrale Element und a hoch n plus 1 ist was, wenn man es rekursiv definieren würde? Fast? Genau, a hoch n, also mal, Vorsicht, genau, verkettet mit a. Das ist ja die oder nicht verknüpft mit a, Entschuldigung, verknüpft mit a, genau, das ist ja die Verknüpfungsoperation der Gruppe. Genau. So, und jetzt brauchen wir noch eins, nämlich, was ist a hoch minus n? Was könnte das sein? Ja? Von a? Nee, das ist inverse von a hoch n. Das Inverse von a hoch n, genau. So, das heißt, a hoch minus 3 ist das Inverse von a hoch 3. Also wenn ich a mit a verkette und davon das Inverse nehme, habe ich a hoch minus 3. Okay. Und dann es heißt a hoch n die n-te Potenz von a. So.
Und jetzt beweisen wir mal einen Satz zusammen. Und zwar, wenn ich jetzt irgendein Element nehme und das potenziere, dann habe ich ja ein Element der Gruppe. Also A hoch G ist ein Element der Gruppe. Wenn ich dieses jetzt nehme und immer wieder mit sich selber verknüpfe, kommt eine Untergruppe raus. Ich nehme ein Element, verknüpfe es immer wieder mit sich selbst und das, was daraus entsteht, ist eine Untergruppe. Also, die Menge aller ganzzahligen Potenzen A hoch K mit A Element G einer Gruppe G mit einer Verknüpfung. Also, wir nehmen ein A aus einer Gruppe, ein A aus einer Gruppe und bilden die Potenz A hoch K. Und jede, also die Menge aller ganzzahligen Potenzen von A hoch K mit der Operation als Verknüpfung ist eine Untergruppe. U von G. Alles klar? Okay. Beweis. Also wir bilden jetzt die Menge aller AK, A hoch 2K, A hoch 3K, A hoch 4K und so weiter. Nee, Quatsch. Wir bilden von A alle Potenzen, also A hoch 1, A hoch 2, A hoch 3, A hoch 4, A hoch 5 und so weiter. A hoch minus 1, A hoch minus 2, A hoch minus 3. Wenn wir das alles zusammenpacken, ergibt es eine Untergruppe. Okay. Was müssen wir zuerst prüfen? Wir wollen jetzt gucken, ist diese Menge U, die entsteht, wenn ich alle Potenzen von A bilde, eine Untergruppe? Das müssen wir als erstes prüfen. Abgeschlossenheit, okay. Wenn ich zwei Elemente nehme, a hoch k und a hoch l, Element U. Also ich habe zwei von diesen Elementen, ne? Zwei Potenzen von a, die ich miteinander verkette. Was passiert dann? Ja, es ist abgeschlossen wegen Potenzgesetz. Ja. Also bei a hoch k verknüpft mit a hoch e ist gleich. A hoch L, genau, ist gleich A hoch K plus L. K, L, M. Naja, ich habe ja hier K A's miteinander verkettet und ich habe hier L A's miteinander verkettet. Also insgesamt habe ich K plus L A's miteinander verkettet. Das kann man hier oben... Also, dass das gilt, kann man hier oben aus der Definition mit Hilfe von vollständiger Induktion beweisen. Das haben wir jetzt auch gestrichen. Wir gucken jetzt einfach, naja, wir kennen die Potenzgesetze, gelten alle. Okay? So. Und A hoch K plus L ist auch Element U, ist ja eine Potenz von A. Also, wenn ich eine Potenz von A verknüpfe mit einer Potenz von A, kommt eine Potenz von A raus. Ist also eine Untergruppe. Ist abgeschlossen. So. Was brauchen wir als nächstes? Assoziativität. Wie können wir die begründen? Nicht durchs Maschinenmodell. Nicht durchs Maschinenmodell. Maschinenmodell nur bei Abbildungen, die mit der Verkettung als Verknüpfung eine Gruppe geben. Können wir sagen, dass wenn ich so Potenzen miteinander verknüpfe, so drei, dass das Assoziativitätsgesetz gilt? Ja? Wir können wieder dieses Potenzgesetz anwenden. Und da haben wir ja zweimal. Also dann ist die Klammer ja in der Potenz, oder nicht? Und
Und dann ist es ja egal, weil es ja Plus ist. Und da haben wir ja erst bewiesen, oder? Ich kürze es mal ab. A hoch K verkettet mit A hoch L verkettet mit A hoch M. Ne? Ist gleich was? A hoch K plus, Klammer auf. Du kürzt schon ab, ne? Machen wir einen Schritt noch mehr. A hoch L plus M. Ist gleich A hoch? K plus, Klammer auf. K plus, Klammer auf, L plus M. So, jetzt bin ich hier oben in der Addition der ganzen Zahlen. Da gilt das Assoziativgesetz. Das heißt, ich kann jetzt hier oben schreiben A plus K plus L plus M und kann jetzt wieder rückwärts auflösen. Ne? A hoch K plus L verkettet mit A hoch M und das ist A hoch K verkettet mit A hoch L verkettet mit A hoch M. So. Assoziativgesetz gilt. Ich kann umklammern. Yes. Was brauchen wir noch? Gibt's das? Ja. Weil A hoch 0 ist Element der Untergruppe oder der Untermenge, genau. A hoch 0 ist ja eine ganzzahlige Potenz, also muss drin sein. Und gibt's das Inverse zu A hoch K? Ja. Mhm. A hoch K verknüpft mit A hoch minus K ist gleich A hoch K minus K ist gleich A hoch 0. Genau. Und das ist das gleiche wie A hoch minus K verknüpft mit A hoch K. Also wieder von links und rechts ran verknüpft. Okay. Also, wenn ich Potenzen, ganzzahlige Potenzen eines Elements aus einer Gruppe nehme und die alle in eine Menge packe, dann ist diese Menge mit der Verknüpfung auch eine Gruppe. Denn es ist abgeschlossen, wenn ich zwei Potenzen miteinander verkette, kommt eine Potenz raus. Assoziativgesetz gilt, weil ich hier diese Kettenrechnung machen kann und die Assoziativität im Exponenten der Addition gilt. Das nutze ich aus. Dann ist A hoch 0 das Neutralelement in der Menge und zu jedem Element ist auch sein Inverses in der Menge. Kommutativ ist es auch noch. Ja, interessant, oder? Jede. Genau, du hast es schon in den Begriff gebracht, denn jede Gruppe, die von einem Element erzeugt wird, ist eine zyklische Gruppe. Wir haben diese Begriffe noch gar nicht eingeführt, müssen wir es nochmal einführen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wenn ich ein Element nehme aus der Gruppe und es mehrfach miteinander verknüpfe, kommt am Ende eine Untergruppe raus von der Gesamtgruppe. So, und jetzt führen wir noch den Begriff Erzeugungselement und zyklische Gruppe ein und dann haben wir es für heute. Wenn in einer Gruppe ein Element A existiert, sodass für alle B Element G ein N Element N existiert mit A hoch N gleich B. Also, wenn ein A in einer Gruppe existiert, sodass jedes andere Element in der Gruppe
eine Potenz von A ist, A mehrfach mit sich selbst verkettet, gibt jedes Element der Gruppe, dann heißt die Gruppe zyklisch und A erzeugendes Element der Gruppe. Also, ich habe eine Gruppe und da drin nehme ich mir ein Element. Und wenn ich dieses Element mehrfach mit sich selbst verknüpfe und dabei alle Elemente der Gruppe rauskommen, dann heißt diese Gruppe zyklisch und das Element heißt erzeugendes Element der Gruppe. Okay, nehmen wir nochmal unser Sechseck. Oh, jetzt zeichne ich ein Achteck, ne? Ja. Okay, brauchen trotzdem das regelmäßige Sechseck erstmal, das so ein bisschen aussieht wie ein Achteck, aber kein Zist, sondern ein Sechseck. Okay, das ist ja eine zyklische Gruppe, das wissen wir ja, ne? Weil es durch so Drehungen immer wieder entsteht. Sagt mir mal ein Element in dieser Gruppe, das erzeugendes Element der Gruppe ist. Welches Element erzeugt die gesamte Gruppe? Mhm. D60, genau. D60 ist ein erzeugendes Element, weil D60 Quadrat ist gleich D120. Ne? D60 dreimal miteinander verkettet ist D180. D60 viermal miteinander verkettet ist D240 und so weiter. Das heißt, ich kann die gesamten Gruppenelemente erzeugen daraus, dass ich D60 miteinander verknüpfe. Immer wieder mit sich selbst. D60 ist erzeugendes Element. Gibt es noch ein weiteres erzeugendes Element? Nämlich? D240. Doch, klar gibt es D240 Element. Ja, das ist. Was passiert, wenn ich D240 mit sich selbst verknüpfe? D240 ist ja was? D3? Ja, bleiben wir bei D240. Wenn ich das mit sich selbst verkette, was kommt raus? D240 nochmal mit D240. Ich brauche ja 120 Grad, um auf D360 zu kommen. Nochmal 120, also D120. Und dann kommt 360 raus. Und dann, also das ist Idee, ne? D360 ist Idee. Und dann bin ich wieder bei D240. Aha! D240 erzeugt also nicht die gesamte Gruppe, aber was erzeugt es? Die Untergruppe. Es erzeugt eine Untergruppe. Nämlich die Untergruppe, die aus diesen drei Elementen besteht, die wir vorhin rausgefunden hatten. Das ist eine Untergruppe. Das heißt, wenn ich ein Element nehme einer Gruppe und es mehrfach mit sich selbst verkette, erzeugt dieses eine Untergruppe. Und manchmal ist es die gesamte Gruppe, manchmal aber auch nicht. Mhm. Genau, diese Gruppe wird von jedem Element außer Idee in der Gruppe erzeugt. Genau. Welche erzeugenden Elemente gibt es noch von der gesamten Gruppe? D300, denn D300 ist D-160, wenn man so will, also 1 nach links, also D300. Genau, was kommt als nächstes raus, wenn ich die 300 mit sich selbst verknüpfe, 300 Grad und nochmal um 300 Grad drehen? D180, D genau 120, D60 und ID. Genau, alle erzeugt. Gibt es noch ein weiteres erzeugendes Element? Nee, ne? Wir haben gesehen, D120 erzeugt die Untergruppe, D240 erzeugt die Untergruppe, D300
D60 und D300 erzeugen die gesamte Gruppe. Wir haben nur noch nicht D180 angeschaut. Nämlich? Von D180 und ID. Ja, D180 und ID. Ja. Interessant, dass bei dieser zyklischen Gruppe manche Elemente die gesamte Gruppe erzeugen, nämlich D60 und D300, und andere Elemente eine Untergruppe erzeugen. Die jetzt, also eine echte Untergruppe, keine triviale Untergruppe. Warum erzeugt D240 nicht die gesamte Gruppe? Oder D120, nehmen wir mal D120. Was ist der Grund, warum D120 nicht die gesamte Gruppe erzeugt? Kannst du mal versuchen zu formulieren? Hm? Ja, 120, ne? Dann lasse ich ja immer diese Zwischengänge aus. Genau, ich lasse sozusagen hier die 180 aus und die 300 lasse ich aus. Ne? Und die 60, genau, die lasse ich aus. Das heißt, die 120, die 240, die 0, die 120, die 140 ergibt eine eigene Untergruppe. Weil, wenn man so will, 120 ist ein Teil erst von 360, ja, und mit sich selbst verkettet die Drehung halt irgendwann 360 ergibt und dann wieder, bin ich wieder bei 120 und ich habe ein paar übersprungen. Kennt jemand von euch eine zyklische Gruppe, bei der jedes Element erzeugend ein Element dieser Gruppe ist? Wir haben jetzt hier eine zyklische Gruppe mit 6 Elementen und da scheint es ja so ein paar Elemente zu geben, die nur echte Untergruppen erzeugen, nicht die gesamte Gruppe. Gibt es eine zyklische Gruppe, bei der jedes Element der Gruppe die Gruppe erzeugt? Hm? Ich glaube, es wäre tatsächlich nur eine einelementige zyklische Gruppe. Einelementige zyklische Gruppe, also Idee erzeugt sich selbst, okay, mit Idee, ja. Die zweielementige Gruppe? Also es geht natürlich immer um alle Elemente außer Idee, muss man sagen. Ne? Doch, ja, die auch. Ja, die 180 erzeugt die gesamte Gruppe. Okay, Idee wird immer ausgenommen, klar. Idee erzeugt immer nur die triviale Untergruppe mit einem Element. Quadrat. Erzeugt jedes Element der Drehsymmetriegruppe des Quadrats die Gesamtgruppe. Die 180 erzeugt nur D180 und D360, nicht D90 und D270, die man auch bräuchte. Diese noch. D90 und D270. Genau. D90 und D-90, ja, sind erzeugende Elemente. Ja. Mhm. Sehr gut. Genau. Yay. Einschlagen. Genau. Wenn ich hier 6 Elemente habe, sozusagen, die zusammengenommen die Gruppe ergeben, dann ergibt das zweite, also wenn das hier das erste Element ist, das zweite, mit sich selbst verkettet das vierte, mit sich selbst verkettet das sechste, gleichzeitig das nullte, wieder mit sich selbst verkettet das zweite, das vierte, das sechste. Das heißt, die drehen sich immer nur so im Kreis und ich überspringe Elemente. Ja? Ja, das kann man sich doch auch leicht erklären, wenn man die Potenz so wie eine Restplatzgruppe ansieht. Mhm. Weil dann, zum Beispiel, wenn ich eine 6-elementige Gruppe habe, dann habe ich A hoch 6. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel A hoch 2 nehme, dann kann ich ja nur A hoch 2 plus 2 plus 2, also dann lasse ich ja die 3 und 4 auf. Genau. Auch genau, man kann sich das sehr schön an der Restklassengruppe erklären, die ja isomorph ist zu den Drehgruppen der Figuren. Ja? Das heißt, wenn ich eine Gruppe habe mit Primzahlordnung, dann hat die ja nur die trivialen Teile 1 und die Primzahl. Und dann muss es so sein, dass jedes Element in der Gruppe die gesamte Gruppe erzeugt, weil die Ordnung der Untergruppe auch nur die gesamte Gruppe sein kann. Wir wissen ja vom Satz von Lagrange. Wir wissen durch den Satz von Lagrange,
dass jede Untergruppe, dass die Ordnung einer Untergruppe ein Teil ist von der Ordnung der Gesamtgruppe. Wenn die Ordnung der Gesamtgruppe eine Primzahl ist, dann kann es ja nur die beiden trivialen Untergruppen geben. Die einelementige oder die mit der Primzahlordnung. Und wenn ich dann irgendein Element nehme aus der Gruppe, dann bleibt doch gar nichts anderes übrig, als dass dessen Potenzen die gesamte Gruppe erzeugen. Sie können ja keine Untergruppe erzeugen, keine echte Untergruppe. Sie können nur die Gesamtgruppe als Untergruppe erzeugen. Ja, genau. Weil jedes Element erzeugt ja automatisch eine zyklische Gruppe, wenn man es mit sich selbst verknüpft. Wenn ich jetzt eine zyklische Gruppe mit Primzahlordnung habe, dann gibt es nur zwei Untergruppen, nämlich die 1 und die Gesamtgruppe. Und wenn jedes Element mit sich selbst verkettet wieder eine Untergruppe ergibt, muss das ja die Gesamtgruppe ergeben. Oder, wenn ich Idee nehme, halt nur die triviale Einsergruppe. Genau. Okay. Krass, oder? Dann machen wir vielleicht noch einen Satz zum Abschluss. Das hattest du vorhin schon mal angedeutet. Jede zyklische Gruppe ist abelsch. Jede zyklische Gruppe ist abelsch. Was ist eine zyklische Gruppe? Haben wir gerade definiert? Was war das nochmal? Ja, so im Kreis rum und so weiter, ne? Genau, wenn ich ein Element in der Gruppe habe, in der Menge, die die gesamte Gruppe erzeugt, mit sich selbst verkettet, dann ist es eine zyklische Gruppe, ne? Weil ich habe ja a Quadrat, a hoch 3, a hoch 4, a hoch 5 und so weiter, bis a hoch 0, gleich Neutralelement. Ich habe so einen Zyklus sozusagen, habe also die Gruppe, gesamte Gruppe erzeugt mit einem Element. Das heißt, alle Elemente einer zyklischen Gruppe sind Potenzen dieses erzeugenden Elements. Beweis: Sei A erzeugendes Element. Von G mit der Verknüpfung. Ja, seien, also dann ist jedes Element hat dann die Form a hoch n oder a hoch m. Ne? Jedes Element ist eine Potenz von a, sonst wäre es ja keine zyklische Gruppe. Seien a hoch n und a hoch m Element g. Das müssen wir jetzt zeigen. Genau. Also a hoch m verknüpft mit a hoch n. Genau. Ist gleich a hoch m plus n. Und das ist gleich. Wo wollen wir hin? Wir wollen hinzu, dass dasselbe wie a hoch n verknüpft mit a hoch m. Was können wir jetzt machen? Ja? Hier oben das Kommutativgesetz anwenden, genau, bei der Addition von natürlichen Zahlen oder von ganzen Zahlen, in dem Fall wissen wir, genau. So. Fertig. Jede zyklische Gruppe ist abelsch. Das heißt also, wenn ihr eine zyklische Gruppe habt und die Gruppentafel aufstellt, eine endliche zyklische Gruppe, die Gruppentafel aufstellt, dann
ist sie kommutativ, das heißt symmetrisch bezüglich der Diagonalen, die quer durch die Tabelle durchgeht. Okay. Andersrum was? Hm? Nee, wir haben ja n und m beliebig gewählt aus, das habe ich jetzt vergessen hinzuschreiben, genau, n und m sind beliebig gewählt aus z. Und wir, hm? Ja, genau, linkskommutativ und rechtskommutativ. Damit könnt ihr euch in den Ferien mal beschäftigen, genau, was ist linkskommutativ und rechtskommutativ. Beende mal den Stream.